Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. April 2018? Sonne befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Stier. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Stiergeborenen, sie suchen die Wahrheit. Sie möchten etwas ins Licht zu bringen. Sie haben dieses Bedürfnis wahrgenommen werden und tatsächlich bekommen die Stiergeborenen gerade Aufmerksamkeit. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das bedeutet für die Skorpiongeborenen Materie. Also sie haben die Bedürfnis zurzeit nach materiellen Sicherheit. Aber unserem Planet Erde bedeutet auch Natur und das kann ein Ausgleich geben, gerade für die Skorpiongeborenen raus in Natur und da können sie sich auftanken. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Im Allgemeinen eignet sich dafür etwas starten, was zunehmen soll. Aber wir sollen auch betrachten, wie steht die Mond täglich zum anderen Planeten. Wenn da Spannung entsteht, das kann natürlich auch bedeuten, dass die Probleme vermehren sie sich. Also es ist nicht immer diese harmonisierende Energie, sondern wir sollten da uns informieren, wie ist es täglich die Bewegung, die Mondbewegung. Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Waage. Und die Mondenergie, die Mondmagie, wie kann ich den heutigen Tag beschreiben? Welchen Einfluss hat den Mond heute auf unserem Leben, auf unserem Alltag? Das Mond sehr stark unserem Tag beeinflusst und auch unseren Emotionen beeinflusst, das liegt im Hand. Wenn Mond so viel Kraft hat, das ganze Ozeanen bewegt, natürlich ist es so, dass ein starker Einfluss auf unserem Gemüt, auf unseren Emotionen, auf unserem Leben hat. Und das sind die Tageseinflüsse. Und wie wirkt die Mondenergie im heutigen Tag? Gestern war eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Himmel und Erde stand ganz nah. Und ich habe auch erklärt, etwas, was wir jetzt beginnen, können wir in Gottes Hand legen. Und heute ist wichtig die Realität. Wie setzen wir das um? Wie setzen wir unsere Wünsche um in Realität? Und das können wir so vergleichen wie ein umgekehrter Baum. Die Wurzel nicht nach unten, die Wurzel nach oben richten in diesem Göttlichen und so damit verwurzelt zu sein. Aber das reicht nicht aus, diese im Geistigen mit dem Göttlichen zu verbinden, sondern wir möchten diesen Baum auch einpflanzen. Wir möchten die Realität. Und der heutige Tag eignet sich dafür, etwas zum Starten oder kommen schon die Eindrücke von außen, was sichtbar ist im Tat, im Realität. Und heute eignet sich den Tag, unser Zuhause zu verschönern, etwas Neues zu lernen und unsere Wünsche im Realität umsetzen. Und wir brauchen heute den Plan, diesen Weitblick, die Ziele. Und diese Ziele sind gar nicht so weit, weil die Realität zeigt sich schon, die Ergebnis, diese ersten Erfolge. Weil hier auch wir Klarheit brauchen, weil wir setzen unsere Wünsche in Realität um. Wir haben alles in Gottes Hand gelegt und jetzt möchten wir das auch sehen.
die im Tat sehen. Und dazu brauchen wir natürlich diese Ziele auch, was auch erreichbar ist. Und damit wir die Klarheit bekommen, empfehle ich heute den Halbedelstein Bergkristall. Das habe ich auch heute als Anhänger. Das befindet sich auch in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Bergkristall hat eine starke, sehr starke Energie, kann sogar anderen Halbedelsteine aufladen. Bergkristall harmonisiert die Energiefeld in Räumlichkeiten, auch tote Ecken belebt, macht lebendig und natürlich vermittelt Energiefelder miteinander und hat eine harmonisierende Wirkung, wirkt wie ein Medium, überträgt Energie. Bergkristall hat eine ganz besondere Kristallstruktur. Und das ähnelt sich auf Helixspiral, die DNS. Und da können wir unterscheiden, in welchem Richtung diese Kristallstruktur sich dreht. Im rechts drehende Struktur des Bergkristalls ist die männliche Energie und die links drehende Struktur dieser Kristallform ist die weibliche Energie. Das Männliche ist das Aktivere und die weibliche ist die harmonisierende, die empfängliche Struktur Yin und Yang. Bergkristall hat auch eine Schutzfunktion und so haben die Ägypter schon Bergkristall benutzt. Bergkristall ist nichts anderes als lichttragend, empfängt die Licht und sortiert die negative Energie aus. Das heißt, hat eine Schutzfunktion. Schutzfunktion schützt uns vor negativen Einflüssen von negativen Energie. Bergkristall führt uns auch zu unserem Selbst und können wir auch unserem Aura damit stärken. Aura ist nichts anderes als unserem Energiefeld. Und dieses Energiefeld entsteht von uns selbst, von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen. Natürlich, wenn wir ständig mit Problemen beschäftigen und Angst haben, sinkt die Frequenz. Haben eine schwache Aura und das hat auch eine fast graufarbene Farbe. Aber wenn wir optimistisch sind und angstfrei leben und sind wir begeistert, und haben wir diese innere Stärke, ändert sich automatisch unserem Aura, unserem Energiefeld, die Frequenz steigert sich. Und Bergkristall hat eine Wirkung, diese Frequenz zu stärken, erhöhen. Das sollen wir selbst in Hand nehmen und obwohl Bergkristall verbindet alle Chakren miteinander und aktiviert die Kundalini-Energie, aber so wie die hohen Priesterinnen das benutzt haben, im Solarplexus legen. Also wir sollen die Bergkristall dann im Solarplexus legen und somit verstärkt dann unserem Aura, unserem Energiefeld. Aber wir sollen darauf achten, dass wir häufig diesem Halbedelstein Bergkristall reinigen. Bitte nicht mit anderen Steinen, sondern mit fließendem Wasser entladen. Und so können wir die Steine bereinigen, möglichst bei jeder Anwendung oder jeden Tag, aber alle spätestens in 2 Wochen. Und nicht länger warten, also Bergkristall sollte man häufig mit fließendem Wasser reinigen. Bergkristall ist auch ein Heilstein, auch bei Herzerkrankungen, gegen Fieber, Magenbeschwerden. Wir können auch
Zunge legen und so wirkt das heilend auch. Die Indianer haben diese Halbedelstein sogar in Babys gelegt nach der Geburt, damit ihrem Lebensweg diese Klarheit, diese Orientierung bekommen. Bei spiritueller Arbeit natürlich ist auch sehr gut, weil verbindet Energiefelder, klärt auch. Und wie ich schon sagte, die dunkle Energie wendet ab und hat eine lichtspeichernde Wirkung, also saugt die Licht auf und natürlich verbindet auch Chakren miteinander, aber auch ladet anderen Halbedelsteine auf. Das heißt, wir können mit Bergkristall anderen Halbedelsteine auch aufladen. Und jetzt schauen wir an, welche Einflüsse gibt noch von Sternen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und bekommt einen Einfluss von Hamal. Und diesem Stern Hamal sagt aus, wir sollen um etwas kämpfen, uns Kraft zu zeigen. Mond hat auch einen Einfluss von Zaniach. Und diesem Stern Zaniach sagt aus, wir sollen etwas in Ordnung bringen. Windermeatrix bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Und diese Windermeatrix ist die Weinleserin. Und das bedeutet Lebensfreude oder ein Fest. Und das sollen wir auch genießen, die Tage genießen. Saphir ist auch ein Stein, kein Halbedelstein, sondern Saphir ist ein Edelstein. Saphir bringt uns Glück, natürlich von diesem Edelstein benannt. Und die Römer haben bei diesem Saphir die Prophezeiung einer Göttin gesehen, die Göttin der Prophezeiung. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Orientierung und Klarheit und sie bringen etwas in Form. So wie die Mondenergie wirkt, das spüren auch die Stiergeborenen, weil sie sehen schon die Ergebnis oder bekommen Aufmerksamkeit, eine Bestätigung. Das heißt, es kommt die Realität, es kommt etwas in Form. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft und jetzt kommt in die Tagen auch die Leichtigkeit, Glück in die Liebe, aber auch Anerkennung und die Zwillingsgeborenen haben Erfolg, sie werden auch wahrgenommen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, vielleicht nicht heute, sondern erst morgen, aber damit können die Zwillingsgeborenen rechnen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht und wie ich schon seit Tagen sage, immer darauf achten und es gilt immer noch, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, weil sie nicht Nein sagen können oder zu viel Arbeit, zu viel Terminen gibt, dann kippt die Gleichgewicht und dann fühlen sich die Krebsgeborenen erschöpft und müde. Sie brauchen gerade die Rückzug, sie brauchen gerade die Ruhe. Aber das soll auch nicht allzu viel sein, sondern das soll ausgeglichen sein. Einflüsse kommen von außen, das ist die Verwandtschaft, Nachbarschaft, Bekanntenkreis. Ein Besuch, eine Einladung ist möglich. Bei vielen Krebsgeborenen wird auch eine Bedeutung sein, die eigenen Zuhause und nicht nur die Rückzug, sondern eine neue Einrichtung oder Renovierung oder Umzug ändert sich etwas in wohnlichen Situation. Ich würde nicht behaupten, dass jeder Krebsgeborene jetzt umzieht, aber einer oder anderen Krebsgeborenen ist es gerade ein aktuelles Thema. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben jetzt die Klarheit, sie haben die Orientierung und sie haben auch Ziele und die heutigen Tag eignet sich dafür jetzt in Realität umsetzen und die Bergkristall hilft dabei, die Klarheit zu bekommen, unserem Ziele zu verfolgen. Und das ist natürlich auch gut für die Löwengeborenen, haben auch karmische Aufgaben und
Die Bergkristall verbindet uns auch zum alten Karma, damit da die Augen öffnen, dass wir dadurch auch Klarheit bekommen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und besonders bei den Löwengeborenen und zurzeit auch bei Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation, und da bewegt sich einiges. Und jetzt kommt die Anerkennung. Etwas befestigen, die Jungfraugeborenen befestigen etwas gerade beruflich. Sie haben gerade berufliche Ziele, aber auch die Möglichkeiten, da etwas zu verbessern. Nicht nur die beruflichen sind wichtige Thema gerade bei den Jungfraugeborenen, sondern auch Gesundheit oder Heilung oder eine Schulung in diesem Bereich, im Gesundheitswesen, trifft auch einige Jungfraugeborenen, die Bildung, die Fortbildung, aber auch die gesundes Ernährung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bewegt sich einiges im heutigen Tag. Wichtig ist nicht nur warten, bis eine Nachricht kommt, sondern auch wichtig die Kontakte suchen zu jemand. Jemand wartet darauf, dass die Wagengeborenen kontaktieren. Und so kommt das alles im Gleichgewicht. Und in die Liebepartnerschaft haben die Wagengeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sind Themen von Vergangenheit. Da kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung oder Kontakte mit jemand von Vergangenheit. Wichtiges Thema ist zurzeit auch die Liebe-Partnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit verspüren die Skorpiongeborenen diesbezüglich, aber es kommt mehr ins Licht und mehr Bestätigung oder mehr Klarheit, vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Tagen. Und durch diese Rückläufigkeit von Jupiter bedeutet viele Themen, was zurückliegt in Vergangenheit. Bei Jupiter kann auch eine rechtliche Lage sein oder handelt sich um Gerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe Partnerschaft, und das spiegelt etwas für die Schützengeborenen, und sie sollen in diesem Spiegel schauen und nicht nur warten, sondern es ist wichtig, ein Signal setzen, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen, Kontakt suchen, so kommt es alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborene, da ist eine gewisse Spannung noch da, es lässt sich zwar nach, aber immer noch die Spannung da, was die Gespräche betrifft. Entweder ist es unangenehm oder sind es Missverständnisse da. Kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen warten auf ein Nachrichten, das kommt noch nicht, und dadurch entsteht diese Spannung. Diese Energie kann auch eine Kündigung bedeuten oder eine Trennung, was unangenehm sein kann. Das trifft auch nicht jeden einzelnen Steinbockgeborenen, jeder erlebt etwas anderes. Aber die Spannung ist spürbar, nicht nur bei Steinbockgeborenen, sondern genauso bei Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist eine schöne Energie, da ist die Leichtigkeit, Erfolg im Beruflichen und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen verspüren eine gewisse Unsicherheit, besonders was die Liebe betrifft, die Emotionen betrifft. Und es ist momentan besser, eher zurückziehen, abwarten, intuitiv sein, auf die innere Stimme hören oder eine kreative Tätigkeit nachgehen oder einen spirituellen Weg. Da haben die Fischengeborenen zurzeit mehr Erfolg. Und wichtig ist natürlich, diese innere Unsicherheit überwinden und eher um die Freundschaften kümmern und orientieren, beruflich neu orientieren oder im Beruflichen etwas verbessern, aber intuitiv handeln. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Es sind Herausforderungen da, besonders was die Gespräche betrifft. Eine schlechte Nachricht, ein unangenehmes Gespräch
oder es ist schwierig, gerade etwas zu klären. Kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf einen Termin, eine Nachricht und das kommt nicht und dadurch entsteht die Spannung. In den kommenden Tagen wird das aber leichter sein. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen empfehlen. Geht auch blitzschnell. Es sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können gerne das ausführlich schreiben. Ich nehme die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails meistens im selben Tag, spätestens im nächsten Tag. Also blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.